Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Wochenhoroskop. Wir schauen uns Ihren Verlauf der Woche an. Vom 7. August bis zum 14. August. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Der planetarische Ratschlag für diese Woche: Sagen Sie so wenig wie nötig. Auch wenn Sie instinktiv offen und von Herzen teilen möchten, kann es allzu leicht passieren, dass Sie zu viel erzählen, was Ihnen zum Verhängnis werden könnte. Mit der kreativen Venus, die durch den liebevollen Krebs in Ihrem vierten Haus segelt, fühlen Sie vielleicht eine Nähe zu bestimmten Menschen, die nicht unbedingt erwidert wird. Und am Dienstag, den 9. August, wird Venus in ihre jährliche Opposition mit dem schattenhaften Pluto in Steinbock und ihrer beruflichen Zone gehen. Machtkämpfe könnten überall ausbrechen, vom Sitzungssaal bis zum Schlafzimmer. Wenn Sie und Ihr Liebster nicht einer Meinung sind, sollten Sie nichts preisgeben, was er in einem unfairen Kampf gegen Sie verwenden könnte. Es liegt an Ihnen, Ihr Herz und Ihre sensiblen Daten zu schützen. Bei der Arbeit könnte ein heimlicher Konkurrent Sie besser im Auge behalten, als Ihnen bewusst ist, und in dem Moment, in dem Sie unvorsichtig werden, könnte er versuchen, Ihre geschützten Informationen oder Ihr geistiges Eigentum zu stehlen. Wenn Sie versuchen, für ein bevorstehendes Debüt zu werben, ist das großartig, aber lassen Sie sich wenigstens ein paar Karten in die Hand drücken. In Herzensangelegenheiten kann ein wenig Geheimnis und Verführung die Dinge sehr spannend halten. Aber wenn das zu einem nicht zu gewinnenden Katz-und-Maus-Spiel wird, könnte die andere Partei frustriert sein und aufgeben. Oder, wenn Sie jemand an der Kette hat, hören Sie auf, den Köder zu schlucken und warten Sie darauf, dass derjenige Ihnen hinterherläuft. Am Donnerstag erhält der einzige Wassermann-Vollmond des Jahres Ihr gemeinsames 11. Haus und legt in den kommenden Wochen einen besonderen Schwerpunkt auf Teamarbeit und Technologie. Wenn ein Gruppenprojekt schon lange auf seine Vollendung zusteuert, könnte es noch vor Ende des August zustande kommen, und zwar auf noch brillantere Weise, als Sie es sich hätten vorstellen können. Ziehen Sie eine Zugabe mit dieser Gruppe in Betracht. Feiern Sie Ihren Erfolg, aber stellen Sie sicher, dass Sie nicht nur auf dem Hochgefühl des abgeschlossenen Projekts reiten. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um zu prüfen, ob das Projekt wirklich gut zu Ihnen passt oder ob es an der Zeit ist, getrennte Wege zu gehen. Arbeiten Sie an einem Projekt, das nicht kurz vor der Ziellinie steht. Passen Sie Ihre Erwartungen an den tatsächlichen Zeitplan an, damit Sie nicht frustriert sind, wenn die Dinge nicht in Ihrem bevorzugten Tempo voranschreiten. Finden Sie einen Weg, die verschiedenen Menschen und Arbeitsstile zu schätzen und erinnern Sie sich, wann immer es nötig ist, daran, dass Stärke in der Zahl und Schönheit in der Vielfalt liegt. Ebenfalls am Donnerstag beginnt die stilvolle Venus ihren jährlichen Laufsteg durch den selbstbewussten Löwen und ihr kokettes 5. Haus bis zum 5. September. Sie könnten aus gutem Grund Glück in der Liebe haben. Dies sind ein paar sehr glückverheißende Wochen. Was ist also das Ziel hier? Sind Sie auf der Suche nach einem Sommerflirt, einem lockeren Begleiter, oder halten Sie Ausschau nach jemandem mit langfristigem Potenzial? Und wenn Sie an jemandem hängen, was sind die nächsten Schritte, die Ihr Herz höher schlagen lassen würden? Was auch immer es ist, denken Sie daran, dass hinter all diesen Optionen die Notwendigkeit der Selbstliebe steht. Tun Sie also Dinge, die Sie glücklich machen, sei es, dass Sie Kunst machen, körperlich aktiv sind oder mit den Kindern in Ihrem Leben interagieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne einen Kommentar. Schauen Sie morgen wieder auf diesem Kanal vorbei, um Ihr morgiges Tageshoroskop zu sehen. Bis bald!